Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und an den Empfangsgeräten, einen Schatz zu finden, vielleicht den Schatz im Silbersee, wie es wir als Kinder und Jugendliche in Karl-May-Büchern gelesen haben, das kann für einen Menschen viel bedeuten, das kann einem Lebensweg eine neue Richtung geben. Für den einen bedeutet dies im materiellen Sinn, eine bildlich gesprochen, eine Goldader zu erspüren, etwas, was meinem Leben neue Möglichkeiten eröffnet. Für einen anderen bedeutet dies im ideellen Sinn, ich habe dich als Schatz in meinem Leben gefunden, wenn dies zwei Menschen zueinander sagen und sich ihr Leben versprechen. Und schließlich bedeutet dies für uns als Christen, die wir hier Eucharistie feiern, den Schatz des Glaubens, den Schatz des Himmelreiches, der im zerbrechlichen Gefäßen, wie der Apostel Paulus uns sagt, begegnet, den Glauben an Gott zu finden, der meinem Leben Orientierung schenkt. Auch im heutigen Evangelium hörten wir eben von einem Schatz, den der Mann im Acker gedeckt hat. So wie die heiligen drei Könige auf ihrem Pilgerweg einen Schatz entdeckt haben, Jesus, den neugeborenen König der Juden. Gehen wir, liebe Schwestern und Brüder, mit den heiligen drei Königen und mit dem Mann im Acker auf diese Schatzsuche in unserem Leben. Und bedenken wir drei Aspekte dieser nicht nur einmaligen, sondern je neuen Schatzsuche. Ein erstes, es ist der Weg, einen Schatz zu entdecken. Schätze sollen entdeckt werden. Der Mann im Evangelium gräbt seinen Acker um. Seit November des letzten Jahres bieten wir hier vom Kölner Dom in der Regel am ersten Mittwoch eines Monats abends im geschlossenen Dom eine geistliche Domführung an, die jeweils unter dem Thema steht: Mein Dom, abendlicher Glaubensweg. Ganz unterschiedliche Personen geben an verschiedenen Orten und Stellen hier in unserem Dom ein persönliches Glaubenszeugnis, ein Lebenszeugnis, bringen denen, die da kommen, nahe, warum dieser Ort, diese Stelle, diese Skulptur für sie eine Bedeutung gewonnen hat. Frauen und Männer, Bischöfe, Priester, getaufte Christen, Theologen oder Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen, Jüngere wie Ältere. Und sie bleiben an diesen Orten stehen und erschließen uns persönlich nicht nur den Dom, sondern etwas von dem, was sie selbst trägt, was für sie bedeutsam ist. Orte, dem lebendigen Gott zu begegnen, diesen Dom eben nicht nur als Weltkulturerbe, als vollendete gotische Kathedrale zu sehen, sondern auch Ort, wo ich Gott, dem lebendigen Gott, begegne. Glauben, Gott, Lichter der Hoffnung zu entdecken. Vielleicht hier an der Seite die mittelalterliche Madonna gegenüber dem heiligen Christophorus, die erst Menschen entdeckt haben, als mein Vorgänger sie beleuchtet hat und damit ihren Glanz und ihre Schönheit uns allen darbietet. Vielleicht das Kreuz in der Apsis, nicht das Traditionskreuz des mittelalterlichen Pilgerweges, das Gerokreuz, sondern auch das Kreuz in der Apsis, das im vergangenen Jahr bei Silent Mood im Mittelpunkt unserer Betrachtung der Suche des Menschen nach Gott stand.
Vielleicht ist es ein Satz aus der Heiligen Schrift, der mir plötzlich aufleuchtet und den ich tiefer bedenke. Vielleicht ein anderer Mensch, der mein Leben kreuzt und der mir zum Schatz wird. Vielleicht ein Ort in diesem Dom, wo ich sage, hier ist es gut sein und das ist etwas, das nehme ich mit in den Alltag, um es weiter zu bedenken. Viele Schätze finden wir in diesem Dom, bei der Feier der Liturgie, beim Gebet, in der Musik, in der Stille, da, wo ich einfach mir Zeit nehme. Von den heiligen drei Königen bis zum Allerheiligsten in der Sakramentskapelle, dem Zelt Gottes unter uns Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, wem es einmal vergönnt war, in der Weite der Natur, fernab den Lichtern einer Großstadt, in den Nachthimmel zu schauen, der entdeckt etwas. Zunächst vielleicht nur die Fixsterne mit den bekannten Sternbildern. Aber dann, je länger wir in den Himmel betrachten, so ähnlich wie bei einem Kunstwerk, das wir in einem Museum uns betrachten und daran herankommen möchten, entdecken wir bei gutem Wetter ein ganzes Sternenmeer. Uns gehen die Augen auf. Es ist eine Entdeckungsreise im Leben, da wo wir Menschen begegnen, wo uns die Augen aufgehen, da wo wir in der Natur auf einmal mehr sehen, als wenn wir nur vorbeihuschen, aber auch in einem Dom, auch da, wo wir im Grunde dies eingangs erwähnte hörende Herz haben, wo wir Gott in unserem Leben ein wenig Raum geben. Und vielleicht sind ja die Ferien, ist die Urlaubszeit, sind die Sommermonate auch eine solche Zeit, in dem ich mir solche Gedanken erstatte und erlaube, einen Schatz im Leben zu entdecken, einen Schatz, der mich trägt in der Kraft meines Glaubens. Und diese Entdeckungsreise heißt dann, der Sehnsucht des Menschen nach Leben und Lebenssinn, nach Gott Zeit zu schenken. Etwas zu entdecken, Schatz, Schätze, was mein Leben trägt. Aber der zweite Aspekt, den das Evangelium uns verdeutlicht, der ist nicht minder wichtig. Das reicht nicht, einen Schatz nur entdeckt zu haben. Es geht darum, der Weg, auch einen Schatz zu erwerben. Das gilt für das Leben, liebe Schwestern und Brüder, wie für den Glauben. Als Zuschauer kann ich mich begeistern, aber eine Begeisterung, die verfliegt sehr schnell. Dass etwas nachhaltig in meinem Leben, eine Person, ein Wert, ein Gedanke, ein Wort, der Glaube in meinem Leben sich festmacht und verankert, dazu muss ich aus der Rolle des Zuschauers den Weg des Beteiligten gehen. Ich muss das erwerben, im Grunde, damit es nicht nur etwas ist, was ich bestaune, sondern dass es etwas ist, das meins ist. Denn wo mein Schatz ist, so sagt Matthäus im 6. Kapitel, da ist auch mein Herz. Und wo mein Herz ist, da finde ich Kraft, da finde ich Wege, da habe ich Zeit zu entdecken und zu erwerben. Und dies gilt nicht nur für Ziele, die mir ein Schatz sind. Auch der andere Mensch, der mir zum Schatz wird, er will, das wissen Sie alle, erworben, umworben werden. Ich muss mich investieren. Ich muss mich hineingeben. Ich muss im Grunde auch etwas loslassen. Und das ist dann
der Ausdruck meiner Wertschätzung. Es beginnt bei der Schatzsuche ein je tieferes Kennenlernen und Verstehen, ein sich Verschenken, ein Dasein im Leben teilen. Einen Schatz zu erwerben, dass er mein Leben nicht nur berührt, dass er mich nicht nur anrührt, sondern dass er eins wird mit mir und ich mit ihm, so wie wir im Glauben sagen, dass Gott in uns ganz unser Leben ergreift, bestimmt und wir mit ihm und aus ihm heraus unseren Alltag gestalten. Und damit sind wir bereits, liebe Schwestern und Brüder, bei der Brücke zum dritten Aspekt unserer Entdeckungsreise. Den Schatz zu entdecken, ihn zu erwerben und auch das wird uns im Evangelium bekundet, für den Schatz alles zulassen. Der Mann im Acker, er verkauft nicht etwas, er verkauft alles, was er besaß, um den Schatz zu erwerben. Auch das kennen wir aus dem Feld liebender Beziehung. Wo zwei Menschen sich diese Liebe schenken, sich in ihr getragen wissen, da kann es äußere, widrigere Lebensumstände und Herausforderungen geben. Aber die werden die beiden Menschen nicht aus der Bahn werfen, weil sie sich getragen wissen, einander und vielleicht auch miteinander von Gott. Wenn ich spüre, dass du da bist, der andere Mensch und für mich als Christ Gott, dann ist alles andere sekundär. Dann habe ich die Kraft, auf vieles zu verzichten. Dann habe ich die Kraft, auch manches loszulassen, von dem ich glaubte, dass es notwendig ist und mich trägt. Liebe Schwestern und Brüder, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Gott lädt uns ein, auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Im alltäglichen Leben, aber auch in der Beziehung zum lebendigen Gott. Die Schätze des Lebens und des Glaubens zu entdecken, die mein Leben wirklich tragen. Dass ich lebe und nicht gelebt werde. Die Schätze zu erwerben, die mein Leben prägen und dabei den Schatz des Glaubens nicht aus den Augen zu verlieren. Dann kann ich auf vieles verzichten, wie es der heilige Franziskus beim Betrachten des Evangeliums gesagt hat, weil ich alles gefunden habe und mit dem heiligen Thomas sprechen kann, mein Herr und mein Gott, bei dir verankere ich mich, bei dir setze ich mein Leben ein, dir schenke ich mein Herz. Amen.